Und zwar wollen wir ein neues Format auf den Weg bringen. Das nennt sich Moin Berlin, Moin Bremen. Und wenn Sie sich fragen, warum das so ist, dann kann ich schon mal ein bisschen was verraten, weil später werden wir noch diskutieren. Ich kann insofern verraten, dass wir die Teilnehmer, respektive die Mitgliederliste einmal uns angeschaut haben, festgestellt haben, dass ungefähr 50% so aus Berlin, so inklusive Potsdam, kommen und die anderen 50% aus Bremen, natürlich aus Bremerhaven und auch Bad Zwischenahn, Oldenburg dabei sind. Und wir haben uns gedacht, wir müssen irgendetwas bieten, was nicht immer nur in Berlin stattfindet oder nur in Bremen, sondern etwas, was sowohl in Berlin und in Bremen stattfindet, damit man an einem solchen Format teilnehmen kann, aber nicht unbedingt immer dahin fahren muss. Aber heute geht es erstmal los mit Moin Berlin, hier in Berlin. Und es sind einige aus Bremen angereist, aber die Mehrzahl kommt natürlich aus Berlin. Und das soll auch so sein. Und im Herbst machen wir das Ganze in Bremen unter dem Motto Moin Bremen. Und dann werden wahrscheinlich die meisten aus Bremen dabei sein. Aber so wollen wir so ein bisschen die Mischung hinbekommen, dass sich die Mitglieder aus Bremen und Bremerhaven auf der einen Seite und Berlin, ich nehme mal Potsdam dazu, auf der anderen Seite, dann auch noch mehr mischen und besser kennenlernen als in der Vergangenheit. Das ist die Idee, das grundsätzliche Idee des Formats. Ja, herzlich willkommen in der Landesvertretung im Namen auch von dem Bevollmächtigten Dr. Joachim, der heute leider in Bremen verweilen muss. Wir haben eben schon darüber gesprochen, die Transformation der Wirtschaft in Bremen ist auch Thema des Bundeswirtschaftsministers und der ist heute zu Besuch und der Bevollmächtigte begleitet die Runde in Bremen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier wieder die Weserbrücke zu Gast haben. Wir haben eine lange Phase hinter uns, alle in den unterschiedlichsten Formen, wo vieles, was wir uns gewünscht haben, nicht ging. Jetzt geht es wieder. Die Einschränkung durch Corona ist, jedenfalls derzeit, weitestgehend zurückgenommen. Und was mich sehr freut, wer in den letzten Jahren dann doch mal hier war, hat es bemerkt, wir haben unsere Landesvertretung im neuen Glanz. Die Gerüste sind weg, der Garten ist neu gestaltet, alles ist bereit für Veranstaltungen wie diese und alles, was die Weserbrücke und die Landesvertretung in Zukunft noch gestalten wird. Ja, meine Damen und Herren, da will ich ganz kurz noch mal erzählen. M3B ist ein Name, der eigentlich relativ wenig sagt. Zudem gehört die Messe Bremen, Kongress Bremen. Viele Ältere sagen immer noch Stadthalle zu unserer Veranstaltungsarena. Aber auch der Großmarkt Bremen mit 16,2 Hektar, 80 Metern, 37 Wochenmärkte und der Bremer Ratskeller Weinverkauf seit 1405. Und wir haben schon vor 2 Jahren, Herr Hanf, darüber überlegt, was können wir hier in der Landesvertretung machen. Dazwischen lag ein Umbau, dazwischen lag Corona. Und trotzdem hat es uns immer wieder interessiert, wie können wir Themen entwickeln und Menschen zusammenbringen, die ein genuines Interesse auch an Bremen haben. Und dann haben wir, ich glaube, vor ein paar Wochen überlegt, wie können wir starten. Und wir haben jetzt den Start gemacht und ich freue mich sehr, dass Sie hierher kommen. Wir haben Bremisches mitgebracht oder vielmehr, wir haben es liefern lassen. Den Matthias aus Holland, den Besten, der in der Regel ja immer das erste Festchen in Deutschland in Bremen eröffnet wird. Und unser Chef vom Ratskeller, der Bereichsleiter für Vertrieb und Logistik, hat Weine und den Schaumwein mitgebracht. Das wird er Ihnen nachher erläutern. Wir machen Oldtimer-Medizin-Themen, wir machen Materialwirtschaft. Ich habe kaum eine Lebenslage, die wir nicht abbilden. Und daraus werden wir Themen entwickeln. Und im November werden wir Ihnen auch den neuen Ratskellermeister Bremens vorstellen. Ein gebürtiger Bremer, der aber in Geisenheim studiert hat, der 34 Jahre alt ist, der bis vor kurzem oder eigentlich immer noch Winzer ist. Und Herr Böhm hat gesagt, er sollte erstmal die Weinernte einfahren. Und den jungen Mann werden wir im Oktober in Bremen begrüßen. Und wir können ihn den auch vorstellen. Warum Matthias? Eine der großen Lebensmittelmessen, die wir in Bremen machen, ist die Fish International. Da kommen auch die Theken vom KDW und die Einkäufer von Lidl, Aldi, Rewe zu uns. Deshalb haben wir im Haus also eine ganz große Fischkompetenz.
Es wird leiser. Ich merke, die Gläser füllen sich langsam. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Vielen Dank an Andreas Kottisch für die Einladung. Als Herr Schneider mich fragte, Mensch, wir haben eine Idee und hätten Sie nicht Lust und Ratskeller und Berlin und machen Sie doch mal einen Vortrag, dachte ich, ja, ich will ja keinen mit Geschichte langweilen, aber wir haben tatsächlich gerade einen spannenden Prozess, der mitten im Laufen ist, der nicht abgeschlossen ist, aber wo wir gesagt haben, wir geben Ihnen einen Einblick in die Entwicklung des Bremer Ratskellers, wie sie sich gerade vollzieht. Natürlich sind wir sehr stolz und Sie kennen alle das Bremer Rathaus, dass wir Teil dieses Rathauses sind und der Ratskeller als Weinhandel ist seit 600 Jahren aktiv. Ich habe vorher auch beim Weinhandel gearbeitet und natürlich werben viele mit Jahreszahlen und seit irgendwo, da wurde dann mal irgendwas gegründet und wieder verkauft und übernommen und wir sind wirklich stolz, dass wir 600 Jahre lang mit Wein handeln, immer in städtischem Besitz waren. Es gab auch mal eine kurze Zeit, wo die Franzosen da waren, aber das hat an dem originären Ursprung des Bremer Weinhandels nichts geändert. Besonders stolz sind wir, dass wir seit 2004, wie Sie alle wissen, Weltkulturerbe sind, also das der Rotland, das Rathaus und eben auch der Ratskeller. Unser Kellermeister sagt immer ganz gerne, ohne den Ratskeller gäbe es den Titel nicht. Das weiß ich nicht so ganz, aber auch er durfte die Welterbekommission durch den Ratskeller führen. Und wir haben schon einen besonderen Schatz da unten. Die Kollegen sprechen schon seit Jahren vom köstlichen Fundament des Bremer Rathauses. Es liegen über 1200 verschiedene Weinsorten im Bremer Ratskeller und es ist tatsächlich die größte Sammlung deutschen Weines weltweit. Der älteste käufliche Wein ist von 1727. Der feiert also in fünf Jahren sein 300. Jubiläum. Kostet noch 2.500 Euro. Der wird nächste Woche auf 3.000 Euro angehoben, hat mir Herr Krötz erzählt. Also wenn jemand noch zuschlagen möchte. Ich habe es nicht verraten, aber diese Woche hätten Sie noch die Chance. Wir handeln seit 1405 mittlerweile ungefähr 600.000 Flaschen im Jahr. Eine stetige Steigerung in den letzten Jahren, was mich sehr freut und auch zeigt, dass die Marke eine Stärke hat. Und wir sind radikal regional. Wir handeln nur Weine aus Deutschland, aus den 13 deutschen Anbaugebieten, also von Ostdeutschland, Sachsen, Saale, Unstrut bis das westlichste dann ins Saarland. Und beachten immer die Grenzen von 1945. Also es ist das, was aktuell angeboten wird. Elsass zum Beispiel war mal die Frage, ist nicht dabei. Sonst weiter und zum Wohl. Ja, ich habe bisher noch nur zuhören. Und weiter hier dieses tolle Ambiente genießen. Ich will mich ganz kurz vorstellen. Also mein Name ist Anja Meyer. Ich bin Journalistin. Ich bin die Korrespondentin des Weser-Kurier hier in Berlin, also von Ihrer Heimatzeitung. Genau. Das letzte Mal, als ich hier war, hatten wir zum Thema Jazz Ahead gesprochen. Da war die Frau Grütters noch die Bundesbeauftragte gewesen. Also auch wir als Gesellschaft suchen immer wieder Foren, wo wir auftreten können, neben unserem Heimatgeschäft in unseren Messehallen. Ich hatte vorhin gehört, dass es quasi darum geht, dass wir uns heute hier treffen und dass dann auch geplant ist, dass es in Bremen getroffen wird. Wie ist denn das geplant? Ist dann, setzen sich alle zusammen in einen Zug oder wie ist das praktisch? Wie ist da die praktische Überlegung? Aber jetzt kann ich vielleicht auch Andreas fragen, ja. Er ist ja der Vorsitzende hier. Also das wäre ja in der Tat, liebe Anja, mal eine Perspektive, dass man auch gemeinsam von der einen Stadt in die andere fährt. Also durchaus eine Perspektive, die ich mir gut vorstellen kann. Mhm. Ich glaube allerdings realistischer als am Anfang, dass die Berliner das in Berlin genießen, die Bremer inklusive der Bremer Hafen in Bremen. Und dann aber feststellen, Mensch, das lohnt sich doch, ein schönes Format, ein tolles Thema. Wir fahren denn doch auch dieses Formates wegen mal von Berlin nach Bremen oder von Bremen respektive Bremerhaven nach Berlin. Weil es ist ja so, man versucht ja immer so mehrere Dinge miteinander zu kombinieren. Man braucht einen Anlass und wir wünschen uns, dass das ein Anlass wird. Also Moin Berlin, Moin Bremen als Anlass zu sagen, ich fahre mal in die jeweils andere Stadt und guck mal, ich habe schon mal ein Highlight, nämlich diese Veranstaltung und wie wir die ausgestalten wollen, das wollen wir ja noch besprechen jetzt. Mhm. Denn das ist ja nur ein Auftakt. Und was habt ihr vor? Also was wäre jetzt, nenn doch mal noch mehr Highlights. Also ich finde einen schönen Vortrag und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht,
haben wir heute gehört zum Thema Ratskeller. Und die Idee ist ja auch, dass man hinterher noch zusammen rausgeht, auf der Terrasse, auch untereinander noch redet und das Ganze vielleicht ein Stück reflektiert. Ich fand es sehr beeindruckend, was Herr Böhme uns heute aufgezeigt hat zum Bremer Ratskeller, wo wir heute hier sind. Wir wollen mal über Genuss diskutieren, dann holen wir eine Genussforscherin, die uns mal erzählt, die uns mal das Thema Genuss näher bringt. Oder Marke. Wir haben heute was, die Marke vom Bremer Ratskeller ist von 1405. Marken verändern sich über die 600 Jahre, so dass wir ja vor 3 Jahren gewählt wurden hier in den Vorstand. Und ich bin ja der Nachfolger von Klaus Wedemeyer, den ich sehr schätze und der das, die Weserrücke ja aufgebaut hat, zusammen mit Karl Herrmann als Geschäftsführer und weiteren hier in der Landesvertretung. Heike und Holger sind vom Vorstand auch hier. Genau. Das sind die Vorstandsmitglieder der ersten Stunde. Und ich bin ja irgendwann später dazu gekommen und jeder versucht natürlich im Ganzen auch so ein bisschen seine Note zu geben. Und wir machen, Peter sagt es ja gerade, I2B seit über seit 2000, also 22 Jahren. Das ist eine erfolgreiche Veranstaltungsnummer im Bremen Nordwesten und da kommen hunderte von Leuten immer zu unserer Veranstaltung. Und wir haben überlegt, das müssten wir eigentlich auch mit der Weserbrücke hinkriegen. Und das ist jetzt die Idee, wie gesagt, die Vernetzung untereinander, aber eben auch ein attraktiveres Veranstaltungsformat hier in die Landesvertretung zu bringen. Denn wir haben, Frank Hanf sitzt hier, die besten Bedingungen hier, das ist eine super Location. Und warum soll man das nicht noch intensiver bespielen? Und, wir haben so eine graue Eminenz, die sitzt ja hier, Karl Herrmann, nicht? Der umarmt alle, der kennt alle, der klopft alle auf die Schulter, haut auf die Schulter. Und das ist nicht böse gemeint, Carlo. Aber wir wollen das ein bisschen. Ja, ich weiß das. Du machst es auch gut. Ich glaube, es war ja gerade das Thema Genuss, da sind Sie ja genau richtig. Also haben Sie eine Idee schon, wie man das quasi ausagiert, so ein Thema zum Beispiel? Naja, Genuss ist ja nur ein Aspekt, den wir bearbeiten können. Das können auch ganz andere Themen sein, die wir in Bereichen Materialwirtschaft machen. Wir müssen halt nur gucken, dass wir immer wieder Themen finden, die möglichst viele Menschen interessieren. Ja. Und deshalb, wie bei vielen, die berufstätig sind, ist natürlich unsere Hauptstadt der Hub, wo viele Entscheidungsträger sind, wo man viele Themen bewegen kann. Und deshalb, finde ich, müssen wir sowas institutionalisieren. Da gehört immer ein gutes Essen dazu. In Bremen, im Ratskeller. Sie fragen nach Themen. Die können auch aus dem Thema Jazz Ahead sein. Bei der Jazz Ahead haben wir, glaube ich, mehr Berliner Besucher aus der Szene. Und nochmal zurück zum Thema. Genuss muss immer Bestandteil sein. Aber es können auch technische, technologische, kulturelle, hobbyistische Themen sein. Heute Abend fehlt mir noch ein Kollege, der im Oldtimerwesen in Berlin eine ganz große Nummer spielt. Da kann ich, weil sein Vater krank ist. Auch sowas kann ein Thema sein. Was bedeutet denn dieser Ratskeller wirklich für die Identität dieser Stadtgesellschaft? Also wie weit darf die sich verändern? Also es sind aktuell, ich glaube, 3/4 der Besucher Bremer oder Umländer. Also wirklich aber das Postleitzahlengebiet an der Bremer Stadtgrenze. Also das Liebhaber. Ist dann Delmhorst, ja. Lilienthal, Bobswede. Das sind wirklich 3/4 der Besucher auch. Also gar nicht Großteil Touristen im Keller, sondern wirklich Bremer und Bremerinnen. Und wir merken, dass das für uns einen kommerziellen Erfolg hat, weil eben das Weinangebot in den Märkten, in den Randregionen, also im Edeka, aber auch in den Weserpark, in den Filialen, immer weiter, die Nachfrage immer weiter steigt. Wie kommt das denn, dass Sie mich hier sofort empfangen haben? Das war der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft von Saale und Struth. Und dass Sie sofort mitmachen, und so, das finde ich ja toll, aber also, sonst haben wir es nicht so einfach. So Black & Decker mussten wir hart überzeugen und Pelikan, da mussten wir in Hannover richtig kämpfen, bis wir die hatten und so. Und dann sagte er, Sie kommen aus Bremen. Sag ich, ja. Und der Bremer Ratskeller, der kauft seit mehreren hundert Jahren bei uns die Weine. Und auch die gesamte DDR-Zeit. Und das finden wir toll. Und deswegen haben sie sofort bei uns den Einlass bekommen und dann können auch unsere Weine weiterverkaufen über das Internet. Und das fand ich irgendwie so für mich so eine Herzensnummer, auch wo mir warm ums Herz wurde. Und wo ich gesagt habe, Mensch, der Bremer Ratskeller ist schon eine Nummer. Ne? Ja. Ist schon eine Nummer. Ja. Danke aber auch an Jürgen Sendel, unseren Fotografen. Ich möchte, Jürgen ist wirklich mir auch sehr zugetan. Hallo. Wolltest du noch was zur nächsten Veranstaltung sagen? Ja. Ist das angebracht? Gerne. Ja, ihr habt alle die Einladung zum 28. bekommen. Wir können endlich wieder Präsenzveranstaltungen in unserer Landesvertretung machen. Dann machen wir eine Buchlesung, die ihr vermutlich alle gelesen habt. Ich schicke die Einladung auch nochmal rum.
Und der letzte Dank geht an die Landesvertretung und da aber ganz implizit nochmal auch die netten Damen, waren es glaube ich keine Herren dabei, die netten Damen, die uns hier bewirtet haben, das kommt meistens zu kurz. Das war richtig klasse. Ja. Herzlichen Dank an euch. Ja, frei. Ja. Und wunderschön, wunderschön Film. Mit diesem Gerät, was er da mitmacht, ja, ist so phänomenal, verrückt. Ja? Und das war einfach spitze und so ist er mir ans Herz gewachsen.